Willkommen! In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Merkmale des Begriffs der Lehrenden von Dewey. Im Mittelpunkt steht Deweys Konzeption der Demokratie als Lebensform. Dabei spielt der Lehrende eine wichtige Rolle. Dewey deklariert, dass das Kind erzogen werden muss. Die Erziehung soll in einem Umfeld, das die Erfahrung und das selbstentdeckende Lernen im Blick hat, stattfinden. Der Lehrende soll dabei keine autoritäre Rolle wie im Frontalunterricht einnehmen. Er soll die Rolle einer Mitarbeiterin und eines Mitarbeiters haben, nicht die eines Wissenden oder Bevormundenden. Der Lehrende muss daher in der Lage sein, selbst im forschenden Handeln mit Kritik und wechselseitiger Kenntnisnahme umzugehen. Wie die Lernenden, so sollen auch die Lernenden von dem Prozess des Erfahrens profitieren, indem sie am Experiment, am Projektunterricht und so weiter als Mitglieder der Forschungsgruppe teilnehmen. Dabei ist wichtig, dass die Lehrenden mit Entwicklungs- und Wachstumsprozessen der Lernenden vertraut sind, damit sie auf solche Prozesse reagieren können. Darüber hinaus ist die Selbstreflexion und die Interpretation der Praxis eine Tätigkeit, die Dewey stark macht und in den Mittelpunkt rückt. Lehrende sollen fähig sein, den Stoff und das Wissen eines Gegenstandes mit der Methode der Erfahrung, des Experiments und Projektunterrichts für die Lernenden verständlich zu machen. In diesem Prozess sollen sie die Lernenden begleiten und ihnen beistehen, sowie sich beteiligen und mitarbeiten, um den Forschungsprozess voranzutreiben. Die Lernenden sollen dabei selbstentdeckend und erfahrend die Umwelt erkunden. Die eigene Erfahrung steht im Vordergrund. Die Lehrenden haben nicht die Funktion einer Autorität, sondern eher die Rolle von Mitarbeitenden. Das heißt, die Lehrenden entdecken mit. In Deweys Konzeption der Erziehung spielen die Lehrenden eine wichtige Rolle, da sie Kenntnisse über Entwicklungs- und Wachstumsprozesse haben und zur Selbstreflexion in der Lage sind. Lehrende sind dabei keine Autoritäten oder nur Beobachtende des Forschungsprozesses, sie sollen sich vielmehr als Mitglieder der Forschungsgruppe einbringen. Dabei wird der Forschungsprozess von Lehrenden unterstützt und begleitet. Zusammengefasst bestärkt Dewey die demokratische Lebensform insofern, als die Lehrenden nach seiner Konzeption im Unterricht den Lehrenden gleichgestellte Mitglieder sind. Sie sollen sich nicht als Autoritäten sehen, sondern als Begleiterinnen und Begleiter im Forschungsprozess.